Ein Zug ist eine scheußliche Sache. Es zerrt an einem, kann einen kaputt machen und man wünscht niemandem diese Erfahrung. Manchmal macht man diesen Entzug aber auch durch, ohne es zu merken. Und erst wenn die Erlösung einen ereilt, merkt man, was man vermisst hat, all diese ganze schwere Zeit. Jump'n'Run in Perfektion, Spielspaß pur, immer dabei, volle Kontrolle, nie passiv am Gucken, einfach purer Spaß mit tollen Levels, Extras, einem süßen Humor und Abgehmucke vom Feinsten. Das hab ich vermisst, denn das letzte richtige Jump'n'Run ist für mich über ein Jahr her. Und das alles lieferte mir jetzt Shantae Half Genie Hero. Der vierte Teil des von Way Forward entwickelten Shantae Franchises kam jetzt gerade heraus. Ich selbst habe es mir auf der PS4 runtergeladen, gespielt und ja, regelrecht verschlungen, denn es gab mir dieses Gefühl des puren Spielspaßes wieder, den irgendwie nur ein Jump'n'Run auslösen kann. Man wird wieder ein bisschen Kind, springt, schlägt mit Shantaes Haaren, verwandelt sich in Tiere, die höher springen, an Wänden klettern, stampfen und stoßen, fliegen oder andere Dinge tun können, zum Schwimmen zum Beispiel, die dich einfach Hindernisse überwinden lassen, die vorher unüberwindbar waren. Die Verwandlungen werden Stück für Stück freigeschaltet und ermöglichen dir so auch oft neue Wege in bereits absolvierte Level. Besonders toll fand ich, dass diese Level, nachdem du die Bosse besiegt hast, bei nochmaligen Betreten halt sich verändern, durch neue Verwandlungen dann auch anders gespielt werden können und so hat es halt immer Spaß gemacht, neue Wege oder Geheimnisse in allen Leveln entdecken zu können. Und das Suchen wird halt auch belohnt. Du erhältst Herzcontainer, sind Herzcontainer. Verlorene Seelen, Tintenfischbabys und die Währung des Spiels, mit der du dir Upgrades kaufen kannst, die dich schneller und oder stärker schlagen lassen, Feuerbälle werfen, Schilde rufen und halt vieles mehr. Das Gameplay ist halt rundum gelungen. Die Level super spaßig gestaltet und teils auch fordernd genug, und das Erforschen macht halt Laune. Ein wenig schwieriger hätte das Spiel sein können, ja. Aber dafür habe ich ja den Hard Mode, also kein Problem. Und wer es noch wirklich richtig leicht haben möchte, der holt sich mit so einer speziellen Funktion einfach in einer Viertelstunde einfach genug Münzen, kauft alle Upgrades, ist super lame, aber wer will, ne? Story habe ich bisher gar nicht erwähnt. Ist aber auch irgendwie egal. Da ist halt ein Bösewicht, töten, so. Es geht vielmehr darum, wie die Story erzählt wird und wie das Ganze dargestellt wird. Die Charaktere sind halt echt witzig, haben einen süßen Charme und das Spiel ist einfach knuffig. Die Dialoge sind super geschrieben, echt witzig und sorgen halt einfach immer wieder für kleine unterhaltsame Minuten, bevor du weiterspielen kannst. Sie stören nicht, sondern erheitern einen zwischendurch. Perfekt. Kleine Nebenquests gibt es, die halt echt witzig sind mit gewissen bekannten Gesichtern und das Suchen der versteckten Gegenstände ist damit eingebunden, aber halt ebenfalls optional und wird einem auch nicht aufgezwungen, sondern man wird dafür belohnt, wenn man halt möchte. Optisch ist das Spiel halt genau wie die Vorgänger, sieht aber rundum toll aus, wenn man halt weiß, was man hier erwarten kann. Aber die Präsentation des Spiels ist trotzdem erster Sahne, denn dafür hat Jake Kaufman wieder gesorgt. Mein neuer Liebling im Composer-Kreis hat wieder einen super Ohrwurm-Soundtrack geschaffen. Lustige Lieder, die gute Laune machen, dramatische Lieder gegen Ende mit viel Power und Lieder, die einfach abgehen und mich immer wieder dazu gebracht haben, dass ich mich richtig gefreut habe, wenn ich Level wieder betreten konnte. Ich fand den Score vom Vorgänger noch ein Ticken besser, aber der hier ist auch ultra geil. Ihr merkt, ich habe eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Es ist halt ein super spaßiger Titel für ein paar spaßige Stunden. Es ist kein Rayman Legends vom Umfang her, kein Woolly World oder Tropical Freeze, was Kreativität angeht und kein Shovel Knight, wenn man den Soundtrack vergleicht. Aber wenn das alles die 1A-Titel sind, dann ist Shantae in allen Bereichen eine 2+. Und mausert sich so langsam zu einem meiner liebsten Teile dieser ganzen Jump'n'Run-Ära. Vor allem bei den Preisen der Shantae-Spiele. Da werde ich einfach immer wieder freudig zugreifen und mich darauf freuen, wenn die Spiele weiterhin so gut bleiben. Ich hoffe, diese kleine Review für zwischendurch hat euch gefallen, denn ich möchte das eher kurz halten, ebenso wie Shantae. Ich werde dem Spiel hoffentlich gerecht.
es macht halt super Spaß. Ich habe lange keinen Jump'n'Run mehr gespielt und da hat Shantae mich jetzt abgeholt und hat mir wieder super viele spaßige Stunden beschert. Ach, die machen einfach Spaß, die Spiele. Mehr muss ich zu diesen Titeln einfach gar nicht sagen. Es geht kaum um Story. Es geht einfach los, Jump'n'Run, bisschen Spaß haben, durch die Level flitzen, einfach dieses Spiel genießen und dafür ist Shantae halt perfekt. Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert Shantae mal aus, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.